Hallo meine Damen und Herren und Fury Bowser begrüßt euch auch recht herzlich zu diesem neuen Part. Und er ist glaube ich sogar relativ richtig hier unterwegs. Und ich habe gar nicht mehr keine Erinnerung, dass ich einen Katzen-Power-Up hier am Start habe. Aber wenn ich mich nicht täusche, muss er irgendwo hier hin. Ich glaube, ich nehme mir lieber die anderen Katzenglocke noch zur Hand. Ah, jetzt weiß ich, wieso ich das so habe. Oh. Ja, ich bin ziemlich tot. Wo war schon wieder die... Ah, jetzt habe ich es wieder. Ja, aha. Du Sohn? Nein. Oder ich weiß es doch nicht mehr. Wo hat er... Was sind schon wieder die Wutblöcke? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wo die Wutblöcke von diesem Teil waren. Oh, die Glücksinsel, hä? Komm. Komm, zieh. Gib alles. Ich hoffe fest daran. Oh, die Frame Drop, sie. Komm, zieh. Doch. Nehmen noch eine Karte, glaube ich. Ja, okay. Zieh. Okay. Wo ist die Insel? Wo ist die Insel? Da. Komm. Ja. Jetzt gönn. Let's go. Die zweite Karteninsignie. Toll, würde ich mal sagen. Und jetzt kann auch Bowser mal sich verziehen. Und das überspringen wir einmal ganz entspannt. Aber diese Insel haben wir auch. 1% natürlich. Nur müssen wir hier beim Berg Feuerfauch noch unsere Mission abschließen. Einerseits haben wir hier noch ganz tolle Sachen. Warte, jetzt die normale Textur. Ah, so, die ploppen dann plötzlich auf. Okay. Und darüber. Auf ganz entspannt. Und dann auch noch hier rüber auf ganz entspannt. Und du kannst mich einmal lieber, Mann. Let's go. Oh, in der letzten Minute. Ja, in der letzten Minute. Genau, in der letzten Minute. Mhm. Grandios habe ich das gesagt. In der letzten Minute natürlich das noch geholt. Ach so, jetzt sehe ich es. Bin ich komplett besoffen? Natürlich, da ist es, hä? Aber was ich auch noch gesehen habe, kannst du mir echt noch dort das anmalen, bitte, Bowser Junior? Das wäre sehr, sehr freundlich. Bowser Junior, kannst du bitte noch einmal das anmalen? Das wäre sehr freundlich von dir. Ich verkaufe dich auf eBay, okay? Ach man, was mache ich nur mit dir, Bowser Junior? Dann halt gehe ich auf Hasenjagd. Schwuppsi, wupp. Ich komme und fresse dich zum Abendmahl. Ja, genau, also. Wohin? So, ich... Plessy. Wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Bist du überhaupt ein Tier? Ein Feld zu... Das kann jetzt nicht deren Ernst sein, oder? Komm, zieh. Zieh! Gönn dir ihn endlich mal. Du darfst ihn auch essen, ist mir auch egal. Hauptsache die Katzeninsigne, komm schon. Sei nicht so besoffen, ey. Hallo. Ey, die Frame Drops sind auch... Also, ich nimm das ja an seinem Hintern. Ich muss jetzt schauen, warum hier die Frame Drops so massiv sind. Ich glaube, ich spin, so. Ring. So. Ja, endlich.
das vorhin war ich fast in ihm drin und das hat nicht funktioniert, also. Anyway. Dann haben wir jetzt diese Katzeninsignie am Start. Und ja. Ich überlege mir, wohin gehen wir? Das Schlauste wäre... Ah, zu dieser Insel können wir gar nicht einmal porten. Aufgrund dessen, dass wir ihn gar nicht noch besucht haben. Ah, wie schön, dass es hier nicht aufploppt, die Gegner, sondern... Okay, okay, Planänderung. Wir gehen hierhin. Denn wir wissen, dass dieses Mal... Mein Deutsch ist grandios, ich weiß. Dieses Mal, wo die Wutblöcke sich befinden. Und dann kann Fury Bowser entspannt hier sein Feuerstrahl. Das war eine komische Kombination. Das war kein Deutsch, das weiß ich. Aber egal. Ja, komm. Sprühe ein bisschen von deinem Feuer hierhin. Und ich nehme mir die Katzeninsignie. Und dann verpiesel ich mich wieder ganz schnell von hier weg. Und wie das aussieht, dieser Bergfeuerfauch in diesem Dunkel mit diesen roten Augen. Boah, köstlich. Einfach nur ganz großes Köstlichkeit. Diese Insel haben wir jetzt auch zu 100%. Gefällt mir. Und ich glaube, ja, das wird das der zweitletzte Part von Bowser's Fury leider sein, glaube ich zumindest. Wenn wir jetzt noch mit Plessy noch ein Rennen machen und Co. Warte. Ich schaue kurz nach. Also ich weiß, es gibt hier ein paar Frame Drops. Studio darf ich nicht schließen. Das 3D World Projekt, das darf ich nicht schließen. Also gehen wir weiter. Also haben wir hier noch ein Rennen, das durch ganz weit in die Ferne uns führt. Und wir dürfen absolut nichts verpacken, denn ich habe keine Lust, wieder hierher zu kommen. Aber wir können ja teleportieren. Das hat uns Bowser Jr. ja uns gegeben vor zwei Parts. Nein, doch. Oh, Hasse dich. Kündige dich. Dir Mühe, komm, gib dir Mühe. Sieh. Also Plessy, du weißt, wie man das macht, okay? Ich komme bald einen Herdenpack von dir rüber, Plessy. Also jetzt hier ganz gerade bleiben und hier diese Katzeninsignie gönnen. Ja. Wow, wir haben schon einige und ich glaube, wir müssen jetzt... Ja, bald werden wir den einzelnen Inseln beginnen. Hier haben wir noch einzelne Sachen, ne? Aber ich werde ja... Bin am überlegen, wie ich das exakt auf... Ah, hier ist ein... Oh! Ja. Da brauchen wir Fury Bowser, das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Kaum sage ich es, kommt er gerade um die Ecke. Kann mich nicht beschweren. Hey, kann man bitte das mit den Frame Drops aufhören? Also ich glaube, das liegt nicht an diesem Spiel, sondern an mir, an der Capture Card. Nee, der ist nicht heiß. Okay. Okay, oh, komm jetzt. Mach nicht diesen... Oh, die Musik ist alles richtig nice. Ah, ich darf ja nicht singen, das stimmt. Ich darf hier nicht nachzoomen oder so. Aufgrund dessen, ihr müsst verstehen, das Audio... von diesem Gameplay wäre normalerweise, verzögert. Aber weil ich im OBS das umgestellt habe, scheint es so, als ob, also ich habe so das Gefühl, ich höre alles genau so, wie es sein soll, oder? Das Problem ist auch, auf der Aufnahme ist es auch so, nur ist meine Stimme dann ebenfalls ein bisschen anders, oder? Und, ich glaube, 0,26 irgendetwas verzögert. Ich weiß nicht, das ist potenziell ganz normal, ich habe keine Ahnung. Da müsst ihr mir etwas anderes fragen, ich könnte mir etwas über Kochen fragen, das ist... Ja, mein Schwergebiet. Und ja, jetzt gehen wir sterben bei dieser
Oh, wir haben hier noch eine Münze. Warte. Kann ich jetzt eigentlich hier hin? Und dann ist es jetzt aktiviert. Und kann ich jederzeit hierhin teleportieren. Okay. Lassie, yeah. Bock auf Medaillon. Ja. Plessy. Sie. Was? Was hast du geraucht, bitteschön? Also gut. Also, jetzt jagen wir das. Ich habe so das miese Gefühl, dass die Frame Drops immer noch hier sind, das ist klar. Bei mir steht die ganze Zeit, yo, dein Gameplay, geil, bei 60 FPS, ne? Aber das ist Lüge. Das ist Lüge. Boah, ja, Mann. Ich muss nachher schnell die Switch neu starten, glaube ich. Oder das Programm schnell schließen. Also es wird einfach dann zwei Aufnahmeschnitten sein, aber das werdet ihr mit meinen Edit Skills überhaupt nicht merken, wisst ihr. Ich bin so gut im Cutten, ne? Und dann werdet ihr das überhaupt nicht merken. Okay, frag mich nicht, was es genau sein wird. Frag mir etwas anderes. Und wenn ich gerade hier bin, ja komm, fahren wir hier noch entspannt durchs Wasser. Und ich meine, wir haben jetzt knapp 10 Minuten. Sind wir schon 10 Minuten in diesem Part drin? Wir könnten hier durch, aber ich gehe mal den Umweg zu einer Katzeninsignie. Und ich glaube, irgendwo müsste noch im Freien eine Battle Stage sein, die noch relativ fies ist. Aber wo die exakt ist, weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber das müsste irgendwo auch bei der letzten Insel sein. Und eben, wir können das nachher alle Zeit dann dorthin porten. Jo, was war das gerade, Mario? Komm, spring. So, let's go. Jetzt kannst du springen. Die weg. Und jetzt hier noch. Die auch noch weg. So, sehr schön. Haben wir alle und die nächste Katzeninsignie ist in unserem Besitz. Kühne Kloppereien Wolken. War das richtig? Schreibt in die Kommentare. Ja. Ich habe ja Community Tabs ja freigeschaltet. Oh mein Gott, nein, du schwimmst jetzt etwa gerade? Oh, ich hätte jetzt gedacht, dass ich Game Over gehe. Ich gehe so etwas von Game Over. So, wieder zurück im Programm. Jetzt sollte es theoretisch weniger Frame Drops geben. Aufgrund dessen, ich habe jetzt, normalerweise nehme ich ja die Gameplay bei, wie soll ich sagen, die Ausgabe ist ja bei 1080p, also was heute Standard ist, oder? Aber, die Ausgabe, was dann auf dem Video ist, ist dann 720p, oder so irgendetwas. Es wird aber runter reduziert auf 720p, damit das Gameplay ein bisschen flüssiger läuft. Und, Mensch, komm, du schaffst es! Ich weiß, da muss dann eigentlich mit Bowsers Hilfe. Ja. Komm. Heilige Scheiße. Nimm dein Boomerang und überleb! Überleb! Ja, so, komm, Mario, du schaffst das. Ja, sehr gut. Hey, als ob die Framedrops immer noch hier am Start sind, ne? So, ich hoffe, jetzt geht's ein bisschen besser, aber keine Ahnung, warum die Framedrops hier jetzt plötzlich auftauchen. Okay, dann jetzt wieder zurück. Gönnen wir noch uns die letzte Insel. Ah ja, stimmt, ich muss ja... Ich habe gedacht, hey, ich bin jetzt eine Minute in der Aufnahme, nee, kann ja fast nicht sein. Nein, wir sind natürlich mehr als eine Minute in der Aufnahme. Und... Jetzt kommt die schwierigste Passage im gesamten
Bowser's Fury Spiel. Was sehr an Galaxy ähnelt, habe ich so das Gefühl, sagen auch viele andere. Aber ich fand die Insel eigentlich eine sehr gute Insel. Und was ich noch sagen wollte, ist wegen Community Tab, weil vor 5 Jahren, ich wollte das vor 5 Jahren schon sagen, gefühlt. Ich habe Community Tab freigeschalten und ich habe euch ein paar Sachen gefragt oder was ihr lieber mag und so. Und da habe ich mal gefragt, ja, wie zufrieden seid ihr mit diesem Kanal, oder? Und da haben viele gesagt, ja, es ist ganz okay. Und da frage ich mich schon, ob bei. Ach, was euch fehlt? Und das macht mir große Gedanken, oder? Wie kann ich euch Konten besser machen, oder? Ich weiß, viele sind wahrscheinlich von den Best-of-Zuschauern, oder? Die erwarten natürlich etwas ganz anderes. Aber ich weiß, viele haben schon die abonniert gehabt. Und viele neue sind auch dazugekommen, was ich auch sehr schön finde. Und wir sind ja auf dem Weg zu den 350 Abonnenten, also lass gerne ein Abo da, was einer von den 350 Abonnenten sein möchtest. Und es würde mich interessieren, was euch exakt fehlt. Ob die so Persönlichkeit noch fehlt oder bin ich einfach zu uninteressant oder so, weil ich weiß nicht. Denn ich versuche mein Bestes zu geben, ne? Und YouTube ist eigentlich wie meine Ablenkung, oder? Gegenüber meinem Beruf oder mein Hobby, dass ich immer nachgehe, oder? Und irgendwie muss ich ja. Komm. Irgendwie muss ich ja mich ablenken, oder? Es würde ja am Schluss gar nicht mal funktionieren. Stellt euch vor, wenn ihr. Oder ich mache ja die Beruf als Koch, oder? Wenn ich dann einfach nur 24/7 kochen würde, dann ich würde explodieren, oder? Das würdet ihr auch. Also es gibt keinen, wo ich sagen kann, ja, koche 24/7 auf dem gleichen Niveau. Ich weiß, ich bin jetzt nicht in der hohen Klasse von der Küche unterwegs. Oh no, oh no. Ah, stimmt, hier gibt es ja eine Wolke. Ich bin nicht bei der hohen Klasse, oder? Aber trotzdem, beim Allgäuerbetrieb, wo du etwa, je nachdem ist es ja viel oder wenig, wo du mindestens mit 150 Essen pro Tag rechnen kannst, damit konfrontiert bist, oder? Und das eigentlich fast jeden Tag, oder? Und hast noch Bankett und hast dies und das und Sonderwünschen von dem und dem, oder? Und jo, da ist ja noch eine Katzenmünze. Nehme ich gerne mit. Da haben wir noch. Werf! Jo, ah, hier gibt es noch. Lach noch ein bisschen, Gwals Junior. Lach einfach nur. Ja, wir sind gute Freunde. Entschuldigung. Was du tun musst, einfach aufpassen. Nach der Aufnahme bist du dran, hä? Ich werde deinen Lohn niedriger machen, okay? Und dann schauen wir, wer zuletzt lacht. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Mhm. Okay, werf. Werf! Yes! Beide fliegen mit einer Klappe geklappt. Nein. Beide fliegen mit einer Klappe geklatscht, getroffen. Anyway, ihr wisst genau, was ich sagen will. Ich bin tot. Ich bin gestorben. Das ist toll. Das ist jetzt mein zweiter Tod. Wieder das Nice ist, ich kann alles wieder von vorne machen. Oh, geil. Wisst ihr, ich habe ja einen 100% Spielstand, oder? Auf privatem Account, oder? Das habe ich immer noch. Und dort bin ich noch nie gestorben. Es ist so krass. Und falls euch noch interessiert, bei Forgiveworld
die Videos, die ihr auf dem Slagsplash-Kanal gesehen habt, oder vorhanden waren, sind jetzt so gut wie alle jetzt auf diesem Kanal verschoben worden. Oder sind alle jetzt hier veröffentlicht worden? Oder fast alle. Und die Zeit vergeht, ne? Und ich glaube, ich bin tot. Ah, nein, doch nicht. Okay. Toll. Ja, schön. Boah, die Frame Drops. So, hoppala. Okay. Da wir ja die Katzenmünzen gespeichert bleiben, muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Nur muss ich irgendwie dort oben. Ah, ich habe eine Idee. Komm, gönn dir den. Oder gönn dir einfach mal den da, ja. Yes! Und ich glaube, jetzt sollte bald wieder das hier. Ja. Komm, nehm. Yeah! Das ist dir gegönnt. Let's go. Die 5 Katzen-Insignia-Stücke haben wir jetzt auch schon einmal auf der Seite. Die Musik ist einfach nur genial. Was jetzt so an Videospielliebe ist, ist ganz. Also ganz simpel. Die Musik. Wenn die Musik nicht passt, dann habe ich kaum. Spielspaß. Ah. Was? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Thema mit dem Videos auf dem Kanal Slagsplash noch nicht fertig war. Noch einmal, eben alle Videos sind ja schon hier erschienen. Oder fast da. Ja, es kommt noch Bowser. La lecker. Wir finden doch nur noch 9 Katzen-Insignien, komm schon. Und die. Und 3 sind noch von der Glückskatzeninsel. Jo, da ist der Blitz, aber fast mein Tod. Komm, zieh. Ja, let's go. Komm. Ach du meine Güte. Ja, jetzt macht den Kotzstrahl des Todes und ich bin sowieso tot. Komm. Oh, wie schön, dass hier alles glänzt, ne? Das metallige Zeugs. Und hier sind die Katzen und die können mich einmal, denn wir können den Leuchtturm einfach strahlen lassen. Okay. Und das Ding ist, hier oben bringt uns gar... Er hat einfach den Baseball runtergeworfen. Das bringt uns gar nichts mehr. Und ja, wir gehen jetzt ein bisschen weiter weg. Ich weiß, es ist... Die Art wird ein bisschen länger. Das ist auch geplant so, dass wir im nächsten Part, den werde ich jetzt anschließend direkt aufnehmen, dass ich leider das Projekt schon beenden kann. Finde ich sehr schade. Ich weiß, ich habe ja mehrmals gesagt, ja, ne. Ja, Mann, du sagst immer, du willst das Projekt so schnell wie möglich beenden. Ja, das stimmt sogar. Es ist sehr, sehr schwierig für mich. Einfach 4 Projekte gleichzeitig zu machen, oder? Da bin ich auch froh, wenn ich nur noch 3 Projekte machen muss. Denn später kommt ja noch Tears of the Kingdom, oder? Und irgendwann kommt ja noch Super Mario. Oh, die Zuha! Hilfe! Oh, Super Mario, das sieht auch nicht fehlen. Bowser Junior, kannst du mal helfen? Helfen Sie bitte! Helfen Sie bitte! Nee. Ja, geht doch! Meine Güte! Und... Okay. Komm, wir gehen hier hoch. Ja. Also. Man dachte, yes, ich habe gewonnen, aber hä? Da ist ja gar nichts mehr. Dachte, es ist ein Gamebug? Nein, hier ist noch ein Krözus. Ein Katzenkrözus, den man, glaube ich, nur hier findet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das ist wunderschön. Und ich finde das wunderschön, wie viel Detail hier in diesem Spiel wirklich vorhanden ist, oder? Ich finde es so etwas Schönes. Und, ich glaube... wir machen noch diese hettige Hitze-Hindernislauf.
Und dann sehen wir uns im nächsten Part, der voraussichtlich ein Zeitpunkt der Aufnahme diese Woche, es ist der 28. Es ist der 28. November, wenn ich das aufnehme. Das wird wahrscheinlich in 2 Wochen erscheinen. Je nachdem, wie ich den... ich bin tot. Je nachdem, wie ich den Upload-Plan gestalte. Und deswegen, ich glaube, im November werdet ihr das sehen. Ne? Oder halt noch Free World Pass werdet ihr auch noch sehen. Ein Multiplayer. 3D World Part werdet ihr auch noch genüsslich genießen dürfen. Den habe ich aufgenommen und da haben wir für 3 Levels 50 Minuten gebraucht. Und es gab in 3-stelligen Bereich Tode. Das war so krank. Einfach 3-stellige Tode, ne? Das war richtig heavy. Und ja. Das sollte es für heute gewesen sein. Und im nächsten Part eben wird das Finale kommen. Leider schon, aber habe ja mal versprochen, dass es noch sicherlich ein Video geben wird, wo ich alle Katzenteiler, also die Lucky Bell, die hier meine ich hier, auch noch zur Geltung kommen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und ciao.